Hey, Dragonflight steht schon vor der Tür. Und wie bei jeder neuen Erweiterung wollen wir uns heute einmal gemeinsam ansehen, welche der aktuellen Items man sich für spätere Zeiten beiseite legen sollte, da der Nachschub in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich nachlassen und der Preis dieser Items dementsprechend steigen wird. Habt ihr auch schon solche Items für den späteren Verlauf zur Seite gelegt? Schreibt es mir in die Kommentare, falls euch etwas einfällt, das man noch unbedingt beiseite schaffen sollte. Beginnen wir mit den Gittern. Sie sind Bestandteil vieler Protosynthesen aus Xerath Mortis. Sie können von diversen Gegnern und Rare-Mobs dort erbeutet und im Auktionshaus verkauft werden. Benötigt werden sie zum Herstellen der Xerath Mortis, Haustiere und Reittiere. Spieler, die dieses Gebiet zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, um ihre Sammlung zu vervollständigen oder die Haustiere verkaufen zu wollen, benötigen zwangsweise pro Synthese eines dieser Gitter. Da Xerath Mortis aber in den kommenden Monaten und Jahren immer weniger bespielt sein wird, wird auch der Nachschub dieser Items nachlassen, was auf lange Sicht gesehen einen massiven Preisanstieg bedeutet. Aktuell sind sie recht günstig zu ergattern. Es kann also nicht schaden, vielleicht ein paar tausend Gold ins Auktionshaus zu investieren und die Items erst einmal für eine Weile beiseite zu legen. Das gleiche gilt für ein weiteres Item aus Xerath Mortis, den seltsamen Schleim. Dieser kann nur durch Angeln in diesem Gebiet ergattert und ebenfalls im Auktionshaus verkauft werden. Er wird benötigt, um einen besonderen Angelköder herzustellen, mit dem ihr wiederum den Rare-Mob Herukon beschwören könnt. Dieser lässt sich, für denjenigen, der den Köder besitzt, selbst als Mount fallen. Mindestens zwei der drei benötigten anderen Fische, die ihr in der offenen Welt und in alten Gebieten ergattern könnt, wie zum Beispiel den stinkenden Blobfisch oder den Flossenfisch, lassen sich ebenfalls im Auktionshaus verkaufen. Ebenfalls interessant sind die Cortia und Xerath Mortis Transmog Items. Die Items spezifisch aus Cortia sind jetzt schon enorm im Preis angestiegen, da niemand mehr dieses Gebiet bespielt. Das gleiche wird auf kurz oder lang auch mit den Umhängen aus der Paragon-Kiste aus Xerath Mortis passieren. Immer weniger Spieler bestreiten ihre täglichen Abenteuer dort, da sie alle mit Dragonflight beschäftigt sind. Hier gilt also ebenfalls, sollten die Transmog-Vorlagen auf eurem Server verhältnismäßig günstig sein, kann es nicht schaden, ein wenig Gold in die Hand zu nehmen und sich die Items für spätere Zeiten beiseite zu legen. Nun denn, so für diese Woche von mir. Ich muss gestehen, dass meine Vorfreude auf Dragonflight von Tag zu Tag immer größer wird und ich kann es kaum erwarten, euch auch in der neuen Erweiterung mit Goldfarm-Tipps, Guides und Videos zur Seite zu stehen. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.